Rot, begehrt, bärenstark. Diese Schlepper lassen Männerherzen höher schlagen. Ja, das ist schon einfach immer wieder ein schönes Gefühl. Allein der Klang vom Schlitter, das ist einfach gigantisch. Sowas zu ergattern, das ist auch wie ein Sechser im Lotto, muss ich sagen. Montagmorgen. Mit diesem Brummen startet Landwirt Hans Hellminger am liebsten in den Tag. Er hätte modernere Traktoren in der Halle, aber mit keinem erregt er so viel Aufsehen in der Fangemeinde wie mit seinem Eurotruck, der letzten Entwicklung von Schlüter. Ich bin da praktisch im großen Lagerhaus, kommst du mal so am Fahrzeug, da interessiert die Bauern die ganz neuen Schlepper nicht mehr, die kommen und wandern da rum und schauen immer. Das ist der Wahnsinn. Jetzt werden Karotten geerntet. Feldarbeit mit Maschinen, die seit 30 Jahren nicht mehr gebaut werden, das klappt. Aber Hans macht das nur selten. Für jeden Tag ist ihm der Eurotruck zu wertvoll. Die ganzen Eurotrucks soll es nur 100 Mal geben. Nach der Werksschließung waren die eigentlich nichts mehr wert. Ein Schleuderpreis war das damals noch. Mittlerweile haben die sehr begehrt und auch viele unter Sammlerhand. 1993 wurde die Traktorenproduktion des Familienunternehmens eingestellt, das fast 100 Jahre zuvor von Anton Schlüter bei Freising gegründet worden war. Die Konkurrenz hatte Schlüter überholt. Doch für ein paar technische Raffinessen waren die Schlepper damals schon bekannt. Beim Eurotruck zum Beispiel kann man das Frontgewicht nach vorne schieben, wenn hinten schwere Geräte angehängt werden. Typisch ist außerdem die Kippkabine. Hans verbindet mit Schlüter mehr als nur ein Hobby. Immerhin hat er auch dort gearbeitet. Das war eigentlich meine schönste Zeit von meinem Leben. War ich immer schon Fan. Darum bin ich ja, ich wollte da dazu. Weil das habe ich damals als Betriebshelfer, wie ich angefangen habe, bin ich zur Schlüter, habe ich Schlüter in die Hände bekommen und dann habe ich den Virus gekriegt. Und das ist bei vielen so. Der lässt den nicht mehr los. In Freising haben Schlüter-Freunde vor knapp 25 Jahren sogar einen Fanclub gegründet. Dass das Werk zusperren musste, hat viele berührt. Und das werde ich nie vergessen, da sind wir alle da rumgestanden. Am liebsten hätten die meisten Leute gewarnt. 450 Mitglieder hat der Verein. Aus ganz Deutschland, Österreich, Südtirol, sogar aus Luxemburg. Gerade organisieren sie ein großes Fest zum 125-jährigen Jubiläum Mitte September. Was die meisten Mitglieder eint: Wer auf alte Traktoren steht, der schraubt auch gern. Das war der letzte, den wo ich restauriert habe. Der ist letztes Jahr erst fertiggestellt worden. Da habe ich allerdings 4 Jahre umeinander bastelt. Der ganze Schlepper waren nur noch Einzelteile. Vom Motor angefangen, neue Kotflügel und so, weil der hat schlimm ausgeschaut, der Schlepper. Aber sowas zum Finden ist halt auch so schwierig und der macht mir wirklich eine Freude, der Bullock. Und nach der ganzen Arbeit mit der Restauration macht die Ausfahrt noch mehr Spaß. Heuer war ich mit dem Teil schon in Tirol drinnen. Bin nachher mit dem Fahrzeug durch Kitzbühel durchgefasst und so. Da stiegst du jeden Ferrari weg.